Welcome to Garry's Mod. So we will do today a gaming about I don't know. Can you tell me? No. Well, we are fantasyless, and that means, also Leute, ich muss mit euch über was reden. Das heißt, und dieses Spiel wird die Grundfläche dafür. Und wie beginnen wir damit? Es ist meist das Schwierigste, es einfach zu beginnen. Irgendwas Konfuses mit einem Bild entstehen. Dieses Bild. Was sagt es euch? Sein. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte frei sein. Ich möchte, dass das Leben mit mir kommuniziert. Ich möchte im Einklang sein mit dem Universum. Und wenn man sich das anhört, was ich gerade aufgezählt habe, ich bin mir sicher, bei vielen kommt so ein das, Maxim, das ist sehr witzig, sehr witzig. Guck, komm bitte in mein Leben und sag mir, wo zum Geier soll ich diese Wünsche kommunizieren? Man hört nicht auf mich, ich werde ausgelacht, ich werde kritisiert. Sobald ich meine Wünsche äußere, stehe ich nackt da. Ich werde angegriffen, ich komme in ganz gefährliche Situationen und deswegen habe ich irgendwann, ohne es zu merken, beschlossen, meine Wünsche zu verstecken, sie zu verbergen. Und seitdem habe ich beschlossen, strategische Feldzüge zu machen, die Welt zu manipulieren und ihr indirekt zu sagen, was ich möchte. Und irgendwie klappt das nicht. Ja, also ist das nicht das... One hopes that we have taken the journey together. Together we are walking the same road. Not that you're listening to a series of ideas. We are not pursuing ideas or ideologies, but facing actuality. Because in actuality, going beyond that actuality is the truth. And when you discover when there is truth, it's the most dangerous thing.
truth is very dangerous because it brings a revolution in oneself. One that exists only under the dark veil of secrecy. It appears to be a peaceful organization, but wary to show itself to the public. The recent manifestation of clues and evidence has prompted interest from truth seekers around the world. You may have seen an octagonal seal or crest with the word Dharma in the center. The word itself, an Indian spiritual term, this is their mark. Why do they exist, and what are they here for? Any clandestine organization of significant stature cannot exist in complete secrecy forever. Documents, stories, records, telling items that eventually float their way to the top of our collective consciousness. Theory and assumptions quickly inch closer from fiction to fact. It is perhaps by piecing these minuscule clues together one by one that we start to solve the puzzle. Und dir bewusst machst, warum es so ist, warum du da bist, wo du bist, also halt emotional oder psychosomatisch. Und erkennst, ach, es geht um Sehnsucht. Meine Sehnsucht. Ich bin mir sicher, zuerst wird dir einfach bewusst, wie da ist ein Territorium in mir, das habe ich noch gar nicht betreten. Ne, das ist das, ich nenne das immer das unerforschte Gebiet. Das ist das Gebiet der Sehnsucht. Ne, und es ist auch interessant, wie viele Filme es darüber gibt, indirekt, wie viele Geschichten es gibt, dieses Betreten eines verbotenen Grundstücks, wo oft vieles vielleicht schon zerstört ist oder eher abgeriegelt ist. Und da ist irgendwas verborgen. Ne, und der Hauptdarsteller muss in dieses Gebiet eindringen und bis in die tiefste Tiefe vordringen, um dann diesen Wunsch zu sehen. Oder auch fast alle klassischen Geistergeschichten handeln ja von nichts anderem. Da ist dieses Haus und da ist dieses Gespenst, was unruhig umherwandert, weil es ein Bedürfnis hat. Es kann erst dann gehen, wenn das Bedürfnis gestillt ist. Ich rede hier eigentlich von Archetypen, die uns in den Albträumen begegnen. Diese Albträume, die zeigen uns etwas ganz Verborgenes. Und jetzt könnte man sagen, das ist dein Wunsch. Du siehst deinen Wunsch. Dann sing ich was und juckt mich nicht die Bohne, ob die meine Stimme passt. Was ist der Sinn des Lebens? Hoch mit dem Glas, Digga, Bones braucht 20 Zoll Chrom und am Arsch gefährlich. Was ist hier los? Was ist Garrys Mod? Könnt ihr mir sagen? Was die Story ist? Was die Parabel ist? Was auch immer, ist euch vergriffen, ist euch ausgeholt. Get ready! That sounds good, sounds... Come here, quiet, be quiet! Sounds tight, sounds nice. I'm here, they couldn't have done you two. Yeah. Pressure! Go. I'll let you sit on that. Don't go nowhere! Die Kunst selber. Already. Weil ein Teil der Kunst. Deswegen wendet ein Teil. Und Garry's Mod. Und Garry's Basics. Damit könnt ihr jede Mauer durchbrechen. Egal ob Schaumauer oder die Mauer des Verstands. Oder keine Ahnung. Oder das keine Ahnung könnt ihr halt durchbrechen, ne? Die Idee, wie wir es noch wertvoller machen können, wenn man weiter hängen kann.
Look at me.